Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lahn, ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um eine Heldentat, die wir uns mit Patch 10.1.5 erspielen können und ja, wie die funktioniert, will ich euch jetzt mal zeigen. Eigentlich ist das alles relativ simpel, wir müssen uns einfach ein Set holen und zwar eins, was jetzt wieder ins Spiel zurückgekommen ist. Einmal das Frost-Resi-Set für eine der vier Rüstungsklassen. Es gibt es in Stoff, Platte, Kette und Leder. Und diese Sachen kann man jetzt wieder craften. Die muss man aufwendigerweise freischalten. Theoretisch könnt ihr aber auch einfach hergehen und diese Sachen im AH kaufen. Ihr seht, ich habe die hier alle schon einmal mit dem Char hergestellt. Ich habe mir auch schon das Leder-, Ketten- und Platten-Set einmal hergestellt. Nur habe ich da das Achievement jetzt noch nicht, denn es gehört immer noch ein Umhang dazu und das kann dementsprechend der Schneider herstellen. Ich würde sagen, wir lernen die Teile mal und dann erkläre ich euch ein bisschen, was ihr dafür braucht. Also da haben wir den Kopf, dann haben wir hier einmal die Schultern, dann haben wir einmal die Brust, Handgelenke, den Gürtel, die Hände, die Hose, die Schuhe. Und dann lernen wir als letztes den Umhang. Und tada, da ist einmal das Achievement. Beziehungsweise, nein, es ist sogar keine Heldentat. Ich dachte, es ist eine Heldentat. Es ist ein richtiges Achievement. Bringt sogar Punkte und das schimpft sich. Ich habe mir nie etwas draus gemacht. Und dafür muss man dementsprechend das ganze hergestellte Set Saphiron Unheil für eine Rüstungsklasse holen. Und ja, das haben wir jetzt quasi gerade gemacht. Und dementsprechend gibt es das Achievement. Und ja, wie kriegt man das ganze Zeug jetzt her? Also, ihr habt verschiedene Optionen. Option 1 ist, ihr geht ins Auktionshaus und kauft euch diese kompletten Teile. Ne? Bei Stoff heißen sie was mit Gletscher und bei den anderen Berufen ist das quasi auch so ein blaues Set. Dann geht ihr einfach komplett runter in den Sets hier und dann sucht ihr nach dem blauen Set. Das müsste zwischen dem Akku und der Traditionsausrüstung sein, genau. Und da könnt ihr euch die dementsprechend raussuchen, die ganzen Teile im AH kaufen. Aktuell, jetzt am Anfang vom Patch, sind die relativ teuer. Ihr könnt die euch aber auch selber craften. Und zwar müsst ihr dazu die Rezepte von einem Typen holen. Befindet sich einmal hier in der Kapelle des hoffnungslosen Lichts. Und zwar ist er einfach hier drin und er schimpft sich Omarion. Und er verkauft uns quasi die kompletten Rezepte. Die könnt ihr aber nicht einfach so kaufen, sondern ihr müsst einige Voraussetzungen dafür erfüllen. Das erste, was ihr braucht, ist einmal, wo haben wir es, bei Erkunden, östliche Königreiche. Ihr braucht Erinnerung an Scholomans. Da könnt ihr euch das alte Scholo freischalten. Ist ein kleines Rätsel, ist ein bisschen was zu tun. Habe ich ein Video gemacht, werde ich euch gerne verlinken. Als zweites braucht ihr Schutz der Zitadelle des Schreckens. Da könnt ihr dann die Rätsel in Naxxramas freischalten. Ist auch ein kleines Rätsel, habe ich auch ein Video gemacht, werde ich euch ebenfalls verlinken. Und das dritte, was ihr braucht, ist dann unter Berufe und dann müsste das jetzt wahrscheinlich hier oben sein, Wilhelm das Geschäft vermiesen und das ist dann auch ein Achievement, wo ihr ein Rätsel dann in Nax machen müsst, da müsst ihr die Seiten holen und erst dann könnt ihr bei ihm die Rezepte kaufen. Also Scholomans müsst ihr freischalten, weil ihr für das Nax Rätsel quasi nach Scholomans rein müsst in das alte und das quasi Nax-Rätsel müsst ihr freischalten, weil ihr erst dann die Seiten in Nax holen könnt für das Achievement. Und das Achievement braucht ihr, um wiederum die Rezepte beim Händler zu kaufen. So weit, so gut. Und ihr könnt dann auch die Rezepte für alle Rüstungsklassen kaufen, ne? Also auch für einen Schmied und einen Lederer, beziehungsweise wie es bei mir jetzt gerade war, hier für einen Schneider. Also dementsprechend habt ihr das dann auf dem Account freigeschalten. Es sind halt sehr viele Rätsel, das dauert schon mal ein paar Stunden, bis ihr mit einem durch seid. Oder wenn die Sachen bei euch mittlerweile günstig sind, dann könnt ihr auch einfach hergehen, euch das Zeug im AH kaufen und müsst euch um diese ganzen Rätsel nicht scheren, wenn euch das quasi egal ist. Ne? Das müsst ihr ein bisschen selber entscheiden, ob es euch das wert ist. Genau, mehr ist es nicht, dann kriegt ihr das kleine Achievement und ja, damit sind wir dann auch durch mit dem kleinen Achievement Guide. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.